Übung der Feuerwehr Edingen. Die Brandbekämpfer trainieren den Löscheinsatz. 82 Mal im Jahr stoßen sie auf echte Feuer. Und das nicht nur in ihrer wallonischen Heimat, auch im benachbarten Flandern. Das politische Zerwürfnis der belgischen Regionen spielt in den Köpfen der Feuerwehrmänner keine Rolle. Die Freiwilligen um Jean-Jacques de Waffre helfen, wo sie können, obwohl ihre Wache allein von der wallonischen Kommune finanziert wird. Schließlich haben die Lebensretter einen Eid geschworen. Wir machen keine Unterschiede zwischen Einsätzen in Flandern und Wallonien. Für uns Feuerwehrmänner gibt es keine Grenze. Wir werden regelmäßig von unseren flämischen Nachbarn gerufen. Was zählt ist, den Menschen umgehend zu helfen. Die Sprachgrenze hat für uns keine Bedeutung. Die Männer werden zu einem Unfall gerufen. Ohne mit der Wimper zu zucken, eilt Rettungsfahrer Gregory zu Hilfe ins reichere Flandern. Mittelpunkt und Wirtschaftsmotor der Region ist Antwerpen. Seit 600 Jahren dominiert die Stadt den weltweiten Diamantenhandel. Der ist nach wie vor in jüdischer Hand und mit 25 Milliarden Euro Jahresumsatz ein Wohlstandsgarant. In Sachen Mode ist Antwerpen ein Sprungbrett für die Lagerfelds von morgen. Auch für die wallonischen Schwestern Carole und Sarah Piron und ihre flämische Kollegin Kim Stumpf. Alle drei haben die Königliche Modeakademie abgeschlossen. Seitdem zeigen sie ihre Kollektionen gemeinsam auf den wichtigen Laufstegen der Welt. Kürzlich erst in Paris. Die Tatsache, dass gerade dort Flandern und Wallonien gemeinsam auftreten, ist ausgesprochen positiv, weil sich damit zwei Parteien zu einer zusammenfügen und sich dem Ausland als eine feste Gemeinschaft präsentieren. Und die Gemeinschaft ist stärker, als belgische Politiker glauben. Nur einzelne Flamen fordern die Abschaffung des Gesamtstaates. Zwar wünschen sich viele mehr regionale Kompetenzen, am politischen Teamwork zwischen Flamen und Wallonen wollen aber so gut wie alle Belgier festhalten. Die jungen Modedesignerinnen profitieren sogar von den Unterschieden ihrer Herkunft. Ihre Gegensätze inspirieren sie zu gewagten Entwürfen. Obwohl es verschiedene Kulturen und Sprachen gibt, habe ich Belgien immer als ein vereintes Land gesehen. Außerdem liegt gerade in der Verschmelzung der beiden gegensätzlichen Kulturen der Reichtum unseres Landes. Ihre Heimat ist weder Flandern noch Wallonien. Zu Hause fühlen sich die kreativen Frauen in Europa. Doch nicht einmal die EU ist in der Lage, die verfeindeten Politiker zum gemeinsamen Frittenessen zu überreden, geschweige denn zum gemeinsamen Handeln. Dabei bräuchten diese es den 12.000 Belgiern im Grenzstädtchen Edingen nur nachzumachen. Die leben sogar über den Tod hinaus, gemeinsam mit ihren flämischen Nachbarn im Städtchen Ern. Seit einem Jahrhundert schon steht der wallonische Gemeindefriedhof auf flämischem Boden und kein Kommunalpolitiker will daran etwas ändern. Beide Volksgruppen helfen einander, wo immer sie können. Brandmeister Jean-Jacques de Waffre nimmt wieder einen Notruf aus Flandern auf. Selbstverständlich werden die Männer umgehend helfen. Zwischen wallonischen und flämischen Politikern gibt es Ungereimtheiten. Die Zusammenarbeit beider Volksgruppen hingegen ist sehr, sehr gut. Wir haben überhaupt kein Problem, miteinander zu leben und uns zu verstehen. Bleibt zu hoffen, dass sich Belgiens Politiker an der Edinger Feuerwehr ein Beispiel nehmen, sich zusammenraufen und das Land dann doch gemeinsam aus der politischen Krise führen.